Ich habe hier eine schöne Liste an Makerspaces, die ich nacheinander aufrufe. Ich hoffe, dass die Menschen, die dort ihren Space vorstellen, auch wirklich online zugegen sind. Das ist jetzt die erste Herausforderung des heutigen Tages. Wird das klappen? Wir haben es heute nicht vorbereitet. Am Freitag im Techniktest hat es alles wunderbar funktioniert. Ich rufe zuerst einmal den Makerspace A in Amstetten mit dem Andreas Mader, Günther Sterlicke, der, wie ich gesehen habe, online dabei ist, und die Rosemarie Pichler sollte da sein von Net for Future. Vielleicht, Andreas, könntest du dich mal online melden und wir schauen, ob wir dich auf den Schirm bekommen und in den Ton. Grüß euch. Perfekt. Also was gibt es bei euch zu sehen? Hallo, servus. Günther Sterlicke und ein Kollege, der Gerald Kastenhofer von der Drucker Ventures. Wir haben uns hier im Makerspace A zusammengefunden. Und ich schwenke gleich mal rüber. Wir haben hier ein paar Räumlichkeiten zur Verfügung. Ich sage jetzt einmal die klassische mechanische Bearbeitung. Wir haben Holzbearbeitung. Wir haben diverse Elektronik-Laborgeräte zur Verfügung. Wir haben einen Lasercutter, Foliencutter, 3D-Drucker. Alugisten kann man auch. Da haben wir uns auch was gebaut. Und Töpfern ist jetzt vielleicht nicht so interessant im Moment für das Bootcamp, aber bieten einige Möglichkeiten, oder wenn wir einen großen Roboter braucht, haben wir alles zur Verfügung. Also das hat sich erwähnt und dann machen wir es. Großartig, Andreas, danke. Für die Abkühlung können wir leider nur, kühle Getränke bieten, weil die Halle ist leider nicht klimatisiert. Ja, aber die Kühlschränke haben ja doch eine stattliche Größe und sind auch stattlich gefüllt, wie man sehen kann. Günther, ja. Gibt es noch eine Begrüßung von dir? Möchtest du noch ein paar Worte sagen zu unserer Community? Vielleicht ganz kurz einen wunderschönen guten Morgen aus Amstetten. Freut mich, dass wir da Teil sein dürfen dieses großartigen Formats. Wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder die andere bei uns begrüßen dürfen, und ich wünsche uns allen und euch vor allem fürs Format alles, alles Gute aus Amstetten. Danke, Günther. Danke, Andreas. Großartige Vorstellung. An der Stelle möchte ich nur dazu sagen, dass der Makerspace Amstetten bitte mit Abstimmung mit uns zur Verfügung steht. Ihr habt gesehen, was ihr für Räumlichkeiten zur Verfügung habt dort. Ihr habt gesehen, welche Möglichkeiten ihr habt zum Bauen von Ergebnissen. Bitte meldet euch bei uns im Community-Chat-Tool community.industrymeetsmakers.com, damit wir mit euch die Anwesenheit in Amstetten abstimmen, weil die Kollegen sind nicht immer permanent vor Ort. Das möchte ich nur an der Stelle dazu sagen. Und damit fahre ich mit dem Railjet weiter, ein Stückchen weiter westlich nach Linz in die Tabakfabrik. Und wenn meine Notizen hier stimmen, dann ist dort der Andreas List und der Christoph Weiermeier und eventuell auch die Julia Flatt von der Tributech anwesend und können uns ein bisschen erzählen, was in der Tabakfabrik, in der Grand Garage alles zur Verfügung steht. Schönen Vormittag aus der Tabakfabrik Linz. Die Julia Flatt hält sich im Hintergrund. Der Andreas List ist bei der Technik. Dafür ist der Patrick Lampelmeier von Tributech bei mir. Bei uns ist es auch schon richtig heiß. Wir haben, glaube ich, schon 30 Grad draußen. Herinnen ist es aber angenehm kühl hier im Art-Magazin der Tabakfabrik. Wunderschön altes, ausgebautes Magazin und ideale Bedingungen für den heutigen Hackathon. Patrick, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was da heute passiert bei uns. Ja, gerne. Also wir machen ja gemeinsam mit Infineon und Magenta hier auch eine Ausschreibung bei Industry Meets Makers. Und wir haben hier in Linz zum Standort auch ein Bootcamp dieses Jahr, wo wir entsprechende IoT-Sensorik und Hardware zur Verfügung stellen und die Expertise von Tributech, Infineon und Magenta genutzt werden kann, um smarte und nachhaltige IoT-Lösungen umzusetzen. Die ersten Startups und Maker sind hier schon eingetroffen und wir sind gerade dabei, das Ganze aufzubauen und hier auch wirklich mit Hardware IoT-Experimente durchzusetzen. Genau, und wir haben auch in der Tabakfabrik Zugang zum Makerspace Grand Garage.
falls das notwendig sein wird, heute, da kann dann auch gelötet werden. Also es ist technisch alles da und, glaube ich, angerichtet für eine aufregende Woche hier in Linz. Genau, vielen Dank. Aufregende Woche. Danke für diesen ersten Einstieg. Wir geben dann etwas später noch einmal in die Tabakfabrik nach Linz, wenn es nämlich darum geht, unsere Briefings vorzustellen. Wie ihr schon gehört habt, die Tributech macht bei einem Briefing mit, gemeinsam mit Magenta und Infineon. Und die Angebote, die da in der Challenge drinnen sind, sind wirklich spannend für alle, die damit basteln möchten. Ja, fahren wir weiter nach Hallwang bei Salzburg. Ich rufe den Florian Reininger, der schon voriges Jahr für ein wirklich außergewöhnliches Setup gesorgt hat, nicht nur in Sachen Making und Kreativität und Arbeiten an Challenges, sondern auch in Sachen Abendveranstaltung. Florian, wir fokussieren uns jetzt einmal auf deine Möglichkeiten in deinem Space und was du so bietest für die Challenges. Über die Abendveranstaltungen reden wir später, okay? Bist du da, Florian? Hi, liebe Community und danke fürs Anmoderieren, Tom. Wir sind natürlich wieder dabei, ist ja ganz klar. Und ja, wir haben einen Space, den wir gerne zur Verfügung stellen. Der hat knappe 6000 Quadratmeter. Da gibt es eigentlich wie bei den anderen Spaces Lasercutter, CNC-Fräsen, 3D-Drucker, es ist alles vorhanden. Und wir machen heuer mit der FH eben, schauen wir uns die IoT-Challenge an. Die trudeln jetzt dann demnächst einmal ein. Wir haben schon den Seminarraum aufgebaut, wo wieder die ganze Bastelaktion stattfinden wird. Heute tun wir mal evaluieren, in welche Richtung geht die Reise und die nächsten Tage geht es dann ans Bauen. Genau. Und ich glaube, da gibt es noch eine Diskussionsrunde oder eine Podiumdiskussion. Vielleicht weiß da die Sandra oder der Tom noch ein bisschen mehr. Ich kann zwei Worte jetzt dazu sagen. Ich moderiere es aber dann später auch noch einmal an. Danke, Florian. Um 13 Uhr für alle, die das Thema IoT und Handel interessiert, eine Deep Dive Session genau zu diesem Thema, was natürlich auch vorbereitend sehr gut zusammenpasst zu der IoT Challenge, die wir haben im Bootcamp. Ja, und damit gehen wir weiter nach Kärnten in den Makerspace Carinthia und dort ist der Thomas Moser, wenn alles klappt, anwesend und kann uns vorstellen, welche Möglichkeiten wir dort haben. Und wir haben auch im Makerspace Carinthia eine Außenschaltung dann in Sachen Briefings, aber auch dazu komme ich später. Thomas, bist du da? Ja, dann auch von meiner Seite einen wunderschönen Vormittag aus Klagenfurt aus Makerspace Carinthia. Wir haben uns da aktuell in unserem Coworking-Space niedergelassen. Ich habe schon ein Team da von der HTL Villach und den Jürgen Holzbauer, der dann eh ein Briefing geben wird zum Thema Airfryer, oder? Jawohl. Jawohl. Und ja, und wir haben natürlich neben Coworking-Space auch noch den kompletten Makerspace zur Verfügung gestellt. Alles, was notwendig ist, ist drin, vom 3D-Drucker, Textilwerkstatt, Wasserstrahlschneiden, CNC-Fräsen, 3D-Scannen, Elektronik, alles vorhanden und kann verwendet werden. Und ja, wir freuen uns auf spannende Wochen und wünschen jedem Teilnehmer alles Gute. Ich wollte jetzt noch einen Rundgang machen, einen Videorundgang. Die Technik streikt leider, deswegen fällt der Teil aus zur Info. Ja gut, dann muss man sich halt persönlich vor Ort vom Makerspace Carinthia und von den Möglichkeiten überzeugen. Der Thomas hat es schon vorweggenommen. Ich könnte fast sagen, wir kochen im Makerspace Carinthia, aber nicht, weil es so heiß ist, sondern weil dort eine ganz besondere Challenge von uns am Start ist. Kommen wir zurück nach Wien. Da haben wir eine ganz kurzfristige Änderung vornehmen müssen. Im Programm steht, glaube ich, noch der Makerspace von Maker Austria drinnen. Das hat sich jetzt kurzfristig geändert. Wir gehen mit dem Bootcamp Industry Meets Makers ins Happy Lab und sind ganz besonders dankbar, dass das Happy Lab uns hier kurzfristig unterstützt. Die KollegInnen vom Happy Lab sind nicht anwesend persönlich in der Vorstellrunde. Ich möchte trotzdem kurz erwähnen, was wir dort alles zur Verfügung haben. Wir haben dort 3D-Drucker, Lasercutter, ein Textillab, ebenso eine CNC-Fräse, Metallwerkstatt, Holzwerkstatt. Also im Prinzip auch im Happy Lab gibt es nichts, was man irgendwie vermissen würde. Ihr könnt dort eurer Kreativität freien Lauf lassen.
auch beim Happy Lab ist es so wie beim Makerspace A in Amstetten, dass ihr euch bitte mit uns abstimmen müsst. Bitte meldet euch auf community.industrymeetsmakers.com und sagt uns Bescheid, wenn ihr im Happy Lab als Gruppe aktiv werden würdet, sind dort auf jeden Fall Räume reserviert. Ab morgen und übermorgen natürlich genauso könnt ihr dort vor Ort miteinander zusammenarbeiten und an unseren Challenges arbeiten. Und das könnt ihr natürlich auch hier in der FH St. Pölten. Der Franz hat es vorher gesagt, es gibt auch hier Labore, die für unser Bootcamp reserviert sind. Also einfach herkommen, miteinander die Köpfe zusammenstecken und interessante Ergebnisse ausarbeiten. Ja, das waren unsere Außenstandorte. Heuer sehr kompakt, sehr konzentriert und soweit ich gesehen habe, alle mit in irgendeiner Form bereits mit Publikum gefüllt oder sogar mit Briefing-Challenges gefüllt.